Hallo und herzlich willkommen zurück in der laufenden Razzia. Ja, wir haben gerade Razzia. Unsere Toten werden abtransportiert. Und außerdem, ja, wird unser Gefängnis mal wieder durchsucht. Und es lohnt sich auf jeden Fall. Wir haben schon wieder Dinge gefunden, die nicht hier hingehören. Ansonsten haben wir in der letzten Folge den Todestrakt gebaut und haben jetzt auch schon zwei Zellen, die jetzt scheinbar auch an der Kantine angebunden sind, so wie es aussieht. Super. Aber wir brauchen natürlich noch den elektrischen Stuhl. Bam, da ist er. Und dazu noch so ein paar Stühle für die Angehörigen und für die Angehörigen des Opfers und was auch immer. Und ich glaube, wenn die Zellen hier fertig sind, dann können wir eigentlich, sagen wir mal noch, zwei weitere Zellen bauen. Dann haben wir erstmal vier und das sollte erstmal reichen. Und der nächste Schritt wäre natürlich hier weiter zu arbeiten. Können wir schon mal anfangen mit Planen. Ja, wo fange ich denn an? Hätten wir hier 9. Quasi so. Was war das für ein Knall? Und wieso ist der hier fast... Oh Gott. Was hat der alles an sich angeschlossen? Den Bereich und den Bereich. Okay, ich glaube, das heißt, wenn wir hier weiterbauen, brauche ich auch einen neuen Generator. Gucken wir mal. Sagen wir, wir bauen hier weiter Zellen. Ups. Und so. Passt perfekt. Sehr gut. Gut, hier haben wir gesagt, machen wir so einen... Wollen wir einen Dreierdurchgang machen? Hier haben wir einen Viererdurchgang. Würde ich sagen, machen wir so einen Dreierdurchgang. Und dann... Wie viel sind das? 21. Sind 21? 21, so. So, würde ich sagen. Und dann können wir tatsächlich hier auf jeden Fall auch noch einen Block hinsetzen. Was sind das? 11. Und zwar so ein Block. Und noch hier einen kleineren Block.
Küche müssten wir dann auf jeden Fall vergrößern. Sagen wir in dem Bereich die Küche noch vergrößern. Dürfte passen, ja. Und dann ist die Frage. Ach, die Küche, die Kantine natürlich. Hier vielleicht noch die Küche verlängern, in der Theorie. Und dann wollte ich ja hier noch eine Werkstatt und eine Wäscherei reinsetzen. Das ist die Frage, wie groß sollen die sein? Wie groß ist denn die hier? 13 mal 12. Okay, so. Und so. Ne, okay, das würde nicht passen. Das wäre zu groß. Dann könnt ihr mit euren Taser noch treffen. Du vielleicht? Sehr gut. Skillshot. Und wieder ein Toter. Okay, sagen wir, wir machen es so groß. Und so groß. Das würde eigentlich ganz gut passen. Und dann könnten wir hier Einzelhaftzellen noch einsetzen. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Ich glaube in der Größe. Ich überlege tatsächlich, ob ich die Einzelhaftzellen ein bisschen größer mache und ein Bett da reinsetze. Weil wenn unsere Häftlinge wirklich da mal 24 Stunden drinne sind, sollen sie ja nicht... Sie sollen zwar bestraft da drin werden, ist aber blöd, wenn sie dann trotzdem mit sehr schlechter Laune rauskommen. Und, naja, halt wieder schlechte Laune haben, wieder, wieder... dort reinkommen und so weiter. Es wäre ja auch ein Teufelskreis. Dann können wir die Kantine bis hier machen und die Küche bis hier. Haben hier ein paar Einzelhaftzellen und könnten tatsächlich sogar überlegen, die Einzelhaftzellen hier rauszunehmen und hier normale Zellen reinzumachen. So quasi. Zwei, drei, vier, fünf. Ach so, Bewährungsräume brauche ich ja auch noch. Uiuiui. Und einen Besucherraum wollte ich auch noch machen. Und der Shakedown ist immer noch nicht durch. Die Razzia meine ich. ...50 Angestellte sind erschöpft. Ah gut, die haben auch natürlich gerade eine Razzia gemacht. 3 sind in Einzelhaft, 9 sind auf Warteschlange. Wer ist denn da auf Warteschlange?
Wo ist denn die Einzelhaft überfüllt? Hier nicht. Hier nicht. Hier nicht. Hier auch nicht. Okay, das liegt vielleicht daran, dass unsere Wachen einfach gerade keine Zeit haben, irgendwas zu machen. Weil sie immer noch damit beschäftigt sind, die letzten... Was sind das? 26? Plätze durchsuchen. Die ist die Frage, wo sind die? Hier sind ein paar. 5, 6. Hier ist noch eine Person, die nicht durchsucht wurde. Genauso wie hier. Jetzt müssen wir mal kurz überlegen, wie ich das mache hier. Ein Besucherraum und Bewährungsräume. Ich überlege gerade, ob ich den Besucherraum und den Bewährungsraum hier irgendwie mit einbinden kann. Und wieso zur Hölle gehen unsere Besucher, die von hier kommen, bitte durch den Hochsicherheitstrakt durch? Ach so, weil die Tür hier verriegelt ist. Haben wir irgendwelche Tunnel gefunden? Nö, keine Tunnel. Sehr gut. Ich habe, glaube ich, einen Fehler gemacht, oder? Das waren 21. 21 müssen noch von hier sein, oder? So, bis hier. Weil das wäre ja auch schon eine Zelle. So. Und dann machen wir hier 1, 2, 3... 1, 2, 3, so. Machen den Block hier noch ein bisschen größer. Werkstatt, Wäscherei. Wollen wir hier Türen? Hier, hier. Ich meine, ich habe ja extra den Gang hier auf jeden Fall freigelassen. Oh, schon wieder. Wer ist diesmal gestorben? Rob Cox. Informant? Oh, einer unserer Informanten ist gestorben. Aber naja. Hohe Sicherheit. Nee, höchste Sicherheit. Was ist denn jetzt hier? Vier Sachen fehlen noch. Jetzt sind es wieder... Es wären mehr. Okay. Wo waren hier die Tierkontrollsystem verbinden? Hiermit? Oh, oh, wir haben Tunnel gefunden. Oder? Hier? Ich meine, es muss kein Tunnel sein. Es können auch Ratten oder so sein. Hunde können gerne mal auf Ratten oder so anspielen.
Es wäre krass, ey, wenn hier jemand einen Tunnel durchgraben würde hier. So, das ist über die riesige freie Fläche. Ha, wie mache ich denn das? Ich überlege die ganze Zeit, wo ich den Besucherraum und die Bewährungsräume hinmache. Ich meine, ich könnte sie hier irgendwo reinmachen. Aber ich würde den Besucherraum eigentlich gerne hier oben vielleicht hinmachen. Oder hier auf die andere Seite. Da ist natürlich dann jetzt so. Ich meine, die Verwahrungszelle, ich glaube, die brauchen wir nicht mehr. Die kann weg. Oder ich mach den doch hier ran. Auf die Seite. Während wir das überlegen, können wir ja schon mal gucken, ob wir das Fundament hier bauen können. Fast 30.000. Okay, viel Spaß damit. Es wird eine Weile dauern. Oder halt doch nach oben noch. Oder ich überlege mir erstmal, wie ich hier umbaue. Und dann kann ich vielleicht die doch hier nach drüben machen. Irgendwie so. Wir haben was. Wie sieht's denn hier aus? Wir haben hier die Kantine. Oh, die sich hierhin erstreckt. Was steht hier? Was ist das? Das ist doch keine Kantine. Ach so, das ist die Mitarbeiterkantine, weil der Raum hier nur für Mitarbeiter ist. Ja, Staff-Kantine. Ich wusste gar nicht, dass es da Unterscheidungen gibt. Okay, die Tür können wir wieder entriegeln. Und verbinden mit hiermit. Okay, wir erweitern den Bereich hier. Gucken, wiefern das geht. Wie groß ist so eine Zelle? 4. Eins, zwei, eins, zwei, drei. Okay, das ist blöd. So. So. Und dann so und so. Dieser Gang ist 3 breit. Das gefällt mir nicht. Das sieht so unästhetisch aus. Kantine. Ich überlege gerade auch, ob die Kantine größer werden muss. Also, jetzt haben wir ja den Bereich hier. Quasi. Ob das noch größer sein müsste. Ich glaube nicht. Ich glaube, wenn wir die Wand hier einreißen, haben wir Platz für Tische noch hier. Wir könnten noch nach unten gehen vielleicht. Diese Zellen hier können eigentlich fast so bleiben.
Wäscherei, Krankenstation haben wir hier. Bewährung und Besucher theoretisch ja auch. Ich ziehe mal hier eine Linie, damit ich weiß, wie weit es gehen darf. So. Weil hier unten wollen wir ja Platz lassen für später die Außenmauer und die Türme, die da noch hinkommen. Oh, und wir haben einen Tunnel gefunden. Okay. Hier sind Tunnel schon realistischer. Wenn man davon ausgeht, dass die oder die sich hier durchgraben könnten. Findest du was? Nee, war wahrscheinlich auch wieder nur eine Ratte. Ich meine, hier so in der Nähe der Mülltüten könnte das ja passieren. So, wie sieht's aus? Oh, die sind schon fertig. Dann Wände einreißen. Die Wand. Die Wand. Cool, das ging schnell. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Während ich hier noch am Plan der Zellen bin. Wie gesagt, hier könnten eigentlich Einzelzellen bleiben. Wir müssen ja nicht alles mit Doppelzellen machen. Sicherheitsraum. Oh Gott. Alter. Schon wieder? Schon wieder? Alter, er hat schon wieder drei unserer Wachen getötet. Was mache ich mit dir? Kommst erstmal 24 Stunden Einzelhaft. So. Wow. Das ist ein großes Gebäude jetzt so, mit sehr viel Platz für neue Zellen. Na, wir wollen die Wand nicht zu groß machen. Kostet nur unnötig Geld. Na, so. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Eins, zwei, drei, sechs. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Alles klar. So. Ah, wie mache ich denn das mit den hier? Rein theoretisch. Meine Überlegung ist es gerade, den Gang hier zu nutzen, der hier unten ist, und
ihn hier mit drüben zu verbinden, dass der Besucherraum und die Bewährungsräume direkt hier Zugang zu der normalen Security haben. Dann ist natürlich die Frage, wo baue ich hier den Besucherraum hin? Und hier ist es wahrscheinlich nicht so schlimm, wenn die Besucher... Oh, ich habe, glaube ich, eine bessere Idee. Wir haben ja hier einen Gang übrig gelassen. Wir könnten den Gang machen. Sagen wir so einfach. Und dann machen wir einen Besucherraum, der... Okay, ich würde sagen, ich denke mal drüber nach, wie ich das hier mache. Ich will jetzt nicht die ganze Folge hier vorm Bildschirm sitzen und überlegen, wie ich jetzt weiterbaue. Ich überlege mir was, wie ich weiterbaue. Und würde sagen, ich zeige es euch dann in der nächsten Folge, wenn die Planung fertig ist, und dann können wir normal weitermachen. Weil ich glaube, das könnte jetzt ein bisschen dauern, bis ich hier überlegt habe, wie ich das alles, was ich hier gebaut habe, umbaue. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und ich hoffe, ihr seid morgen wieder dabei. Findest du hier was? Naja, wir können ja schon mal hiermit anfangen. Bis morgen. Tschüss.